Nach der WM, das Ausscheiden gegen Ungarn war unglücklich, wir wollen es nicht weiter thematisieren, aber ja, du hattest dann im Endeffekt eine Woche länger Urlaub, wenn man so möchte. Wie hast du den verbracht? Ich war 3 Tage im Harz mit meiner Familie, hat ein bisschen den Kopf frei bekommen und ja, das glaube ich für meinen Körper und meinen Kopf war das sehr, sehr gut. Wo im Harz? Im Braunlage, glaube ich, ein bisschen Rodeln gefahren mit meinem Sohn und so, das war echt schön. Das ist schön. Hast du denn die WM dann noch weiter verfolgt, nachdem ihr raus seid? Ja, ein bisschen. Danach war ich ziemlich sauer und hatte keine Lust auf Handball. Wollte das nicht im Fernseher gucken, aber natürlich habe ich Halbfinale und Finale gesehen. Gab es dann trotzdem irgendeinen Glückwunsch, WhatsApp oder SMS an Christian für den Silbermedaillengewinn? natürlich. Das hat er ja verdient und die ganze norwegische Mannschaft hat das verdient. Die waren sehr, sehr gut.